Die Tiere, die am längsten leben. Unser Planet ist die Heimat von mehr als 8 Millionen Tierarten und jede von ihnen hat eine andere Lebensspanne. Einige Arten verlassen uns vorzeitig. Zum Beispiel können Schmetterlinge nur eine Woche lang leben, während Krähen 10 bis 15 Jahre alt werden können. Einige Papageienarten haben sogar bis in ihre 70er gelebt. Aber es gibt einige Arten, die sogar mehr als 10 oder 70 Jahre alt werden können. Schauen wir uns gemeinsam die Tiere an, die am längsten leben können, dank ihrer Art zu lernen, wie sie mit ihrem Leben unter natürlichen Bedingungen umgehen und auch dank ihrer erfolgreichen Angriffsstrategien. Orange Ruffy Fish. Dieser orangefarbene Fisch lebt in den tiefsten, eiskalten Gewässern und existiert schon seit vielen Jahren. Die Orange Ruffy Fische leben normalerweise an der Ostatlantikküste und im Pazifischen Ozean. Die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Art beträgt 140 Jahre. Da er eine große Menge an Quecksilber in seinem Körper enthält, was ihn davor bewahrt, von anderen Fischen gefressen zu werden. Der älteste bekannte Kaiserfisch hat heute 156 Kerzen auf seinem Kuchen angezündet. Galapagos Riesenschildkröte. Die im 16. Jahrhundert entdeckte Galapagos Riesenschildkröte stammt von den faszinierenden Galapagos-Inseln, die tausende von verschiedenen Pflanzen und Tierarten beherbergen. Diese Art von Schildkröten wiegt 250 Kilo und ist 1 Meter groß. Diese Art, die seit vielen Jahren durch den Menschen vom Aussterben bedroht ist, wurde endlich unter Schutz gestellt. Galapagos-Riesenschildkröten können durchschnittlich 150 bis 170 Jahre überleben und diese wunderschöne Insel genießen. Lamellibrachia lomesi. Diese Art, die vom Aussehen her keinem Tier ähnelt, ist ein Röhrenwurm, der 800 Meter tief im Ozean lebt, wo kein Sonnenlicht hinkommt und wo die Umgebung sehr kalt ist. Es wird vermutet, dass die Lamellibrachia, von denen man noch nicht weiß, warum sie so lange leben, sehr, sehr langsam wachsen. Die Lebenserwartung der bis zu 3 Meter langen Röhrenwürmer beträgt 180 Jahre. Stell dir vor, du verbringst 180 Jahre an einem dunklen und kalten Ort. Tuatara. Tuataras, die in Neuseeland vorkommen, sind Reptilien. Es ist bekannt, dass diese Art noch einige interessante Erbmerkmale ihrer Vorfahren, die vor 200 Millionen Jahren lebten, besitzen. Zum Beispiel das dritte Organ in der Mitte ihrer Stirn. Tuataras wachsen und entwickeln sich in den ersten 35 Jahren ihres Lebens weiter, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung 2,5-mal so hoch ist wie bei einem Menschen. In den letzten Jahren sind Forscher jedoch auf eine große Anzahl von Tuataras gestoßen, die auf ein Alter von 200 Jahre geschätzt werden. Kastanien-Wimpernschleimfisch. Diese schöne, aber gefährliche Spezies kommt in Kalifornien im Pazifischen Ozean vor und lebt bevorzugt im flachen Wasser, das normalerweise 90 cm nicht überschreitet. Die Rotkehlchen, die sich unter dem Meeresfelsen verstecken und auf diese Weise nicht von den Wellen getroffen werden, haben mehr als einen Kiefer im Mundbereich und können so ihr Überleben um 200 bis 230 Jahre verlängern, um sich vor jeder Gefahr zu schützen. Grönlandwal. Einer der am längsten lebenden Arten der Welt ist der Grönlandwal. Diese riesigen Wale, die etwa 20 Meter lang und 140 Tonnen schwer sind, gehören zu den größten Lebewesen der Welt. Studien haben gezeigt, dass diese Spezies in keinster Weise von Altersstörungen betroffen ist. Grönlandwale können bis zu 250 Jahre alt werden. Die Meeresmuschel. Eine weitere Kreatur, die das Geheimnis des langen Lebens lüftet, die Ozeanmuschel. Ignoriere diese Spezies nicht einfach, indem du auf ihren Namen schaust. Die Ozeanmuschel, die in der Region des Nordatlantiks lebt, kann in aller Ruhe bis zu 500 Jahre alt werden. Ming, die älteste Meeresmuschel der Welt, starb im Alter von 507 Jahren, als eine Gruppe von Forschern versuchen wollte, sie zu öffnen. Wer weiß, vielleicht hätte Ming noch weitere 500 Jahre leben können. Meeresschwämme. Schwämme sind lebendig. Oftmals wird ignoriert, dass Meeresschwämme lebende Wesen sind. Hier ist es das längste überlebende Lebewesen der Welt. Ist ein Meeresschwamm namens Monoharpis cooni. Es wird geschätzt, dass Meeresschwämme, deren durchschnittliche Lebensspanne 1000 Jahre beträgt, 11.000 Jahre überlebt haben. Diese Kreatur verdient sicherlich unseren vollen Respekt. Und für einen Bonus, die unsterbliche Qualle. Du hast es nicht falsch verstanden. Diese Kreatur, bekannt als Turritopsis dorni, ist eine kleine Quallenart, die im Mittelmeer und in japanischen Gewässern lebt. Diese Qualle, die zur Klasse der biologischen unsterblichen Organismen gehört, kann ewig leben, wenn sie nicht durch einen äußeren Angriff getötet wird. Da sie eine Zellenbewegung namens Transdifferenzierung in ihrem Körper haben, können sie ihre alten Zellen in junge Zellen umwandeln.
Mit anderen Worten, sie können von ihrer biologischen oder erwachsenen Form zurück in ihre Kindheit gehen und das für immer wiederholen. Sie können auch in ihren vorzeitigen Zustand zurückkehren, selbst wenn sie Stress oder Verletzungen ausgesetzt sind. Nach all diesen Informationen müssen wir bedenken, dass die Lebenserwartung eines Menschen in einem Wimpernschlag vergeht. Eine Lebensspanne zu haben, die so lang ist wie die einer Schildkröte, die die Entdeckung des Fernrohrs miterlebt hat, oder die eines Wals, die einen Jahrhundertkrieg gesehen hat, ist vielleicht doch nicht so gut. Was sagst du? Wenn du so lange gelebt hättest, wie würdest du die Welt von heute bewerten?